Das war ja auch nicht ganz von Anfang. Geht's los? Läuft das? Ja. Läuft der Scheiß? Gut, wir sind in guter Qualität heute da. Kann man so sagen, denke ich, ne? Sind wir. Target Petey with C. So, I'm gonna need your help with this. Was heißt Errand? Take Peter's package to Beatrice. Sounds stupid. Was heißt Errand? Besorgung, Erledigung. Hm. So, Gefallen tun, sozusagen. To complete an errand, follow the X on the radar. Irgendwas ist hier schief. Wir haben Sachen schon gemacht, die hier nicht gespeichert wurden. Da stimmt doch was nicht. Ponk. Ja, ich weiß nicht, ob das stimmt, was du sagst. Dafür hat er jetzt keine Zeit gehabt, es selber zu machen. Much obliged. Aber in den Popo reingesteckt. 5 Mark hast du gewonnen dafür, dadurch. Aber weder die Fan Buggy noch That Bitch. Das war einfach nur so eine scheiß sinnlose Nebenmission. Naja, das war, um dir zu zeigen, wie das funktioniert. Haben die von Mario Maker sich abgeguckt. Mal gucken, ob ich in meinem Zimmer speichern kann. Glaubst du nicht, dass er automatisch speichern? Guck, safe. Das haben wir nicht gemacht. Das haben wir noch nie gemacht. Aber guck mal. Overriding? Also ja, wir haben es einmal am Anfang gemacht, als wir gelernt haben, wie es geht, und da haben wir schon 2 Rubberbands gemacht. Das heißt, alles, dann was haben wir gesagt, in den inhaltlichen wir haben, nee, ja, wir nicht, haben keine wir Mission nie. Gemacht, wir ja. haben nur ein paar Classes gepasst. Das war alles. Okay. Aber daran können wir uns ja sowieso nicht mehr erinnern, deswegen können wir es auch einmal nochmal machen. Weil die Videos, die armen Leute geguckt haben, weil die in 2 Jahren anfangen, das ganze Let's Play zu gucken. Sorry about that out. Stop, Gary. Es sind doch schon Sachen veröffentlicht vom Bulli. Mhm. Eben, da gucken sich die Leute durch. Aber da ist dann ja für die genauso viel Pause jetzt zwischen. Wissen die doch auch nicht mehr. Aber wenn die zwei anfangen, das ganze jetzt. Ach, wenn die damit anfangen. Jetzt habe ich es verstanden. Turn him into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Das ist alles Freunde. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please. Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Well, I think the bullies might have gotten... Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Yes, Russell. Now run along. Before you mark the der Chef oder was? Das ist wahrscheinlich dann Endgegner, meinst du nicht? Russell? Nee, ich glaube, es gibt hier noch einen Twist, wo sich Gary, ja, es geht Gary schwer. Er will ja die Schule übernehmen. Es geht ja um diese Kippen. Kann man das vielleicht sich aussuchen? Bis jetzt noch nicht. Nein, aber später? Vielleicht. Das wäre richtig. Wir sind sozusagen eine radikale Fraktion von einem Irren und einem Mitläufer und uns. Und dagegen gibt es diese ganzen Gangs. Soll ich mal eine Kritik äußern an diesem Spiel generell? Ich habe schon gedacht, wir müssen vielleicht mal anfangen, das Spiel auch ernst zu nehmen und zu verstehen. Ja, ja, das meinetwegen. Ja. Ist vielleicht sonst Skitty unerträglich, aber das Spiel macht das einfach auch nicht unbedingt leicht. Nein, das ist wahr. Aber ich glaube, was so ein bisschen ja auch bestimmt so eine Idee war in der Entwicklung dieses Spiels, dass man sich gedacht hat, ja, wir machen irgendwie das, was so bei GTA immer so diese großen Geschichten sind mit großer Kriminalität und du wirst zum Gangsterboss und bla, so auf ganz kleinem Raum. Ja. Und mit Schule, was ja eigentlich mehr oder weniger harmlos ist im Vergleich zu den anderen und mit derselben Formel, das könnte ja irgendwie witzig sein und cool sein. Ja. Aber ich glaube, dadurch entsteht das halt auch ein bisschen, dass man Probleme hat, das so richtig ernst zu nehmen. Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Backlash gibt, weißt du? Oh, geil! Geil, Weapon Violence auf dem Kopf, immer wieder. Ah, ja, das ist Zelda. Ja, und das, damit... Die bleiben aber ziemlich lange stehen. Das sind stabile Jungs.
Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß nicht, ob das so ist. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß nicht, ob das so ist. Was ich tatsächlich problematisch finde, ist, dass... Weapon Violence. Gleich, wieder. Wie schreibe ich denn? So. Oh nein. Anvisieren. Nicht den hauen, das ist ein Freund. Kannst du den nicht anvisieren irgendwie? Ja doch. Ich glaube nur mit dem Knopf, mit dem ich auch greife irgendwie. Nee, mit dem. Alter, ey. Du hast diesen Menschen gerade irgendwie fünfmal mit dem Baseballschläger auf den Kopf gehauen, so doll, dass der Baseballschläger in seine Einzelteile zerbrochen ist. Und der stand immer noch. Ich glaube, ein Problem des Spiels ist, dass es so altbacken ist und das sind einfach Spiele, die schlecht altern. Glaubst du, es wäre damals irgendwie ein geilerer Impact gewesen, was so die, dass man, also ja, aber das Inversion ist halt, ich fand halt die Spiele damals auch schon problematisch, aber damals war das halt der heiße Scheiß. Aber die sind doch jetzt ganz anders gekleidet als die von eben. Ja? Hatten die nicht irgendwie College-Jacken an? Nee, ich glaub nicht. Die Aufgaben sind halt alle relativ gleich bisher, alle ziemlich öde, dieses ganze Ablaufen mit Checklisten und so weiter. Die erzählen halt eine Geschichte und dazwischen gibt es wenig echtes Gameplay. Und damals ist das irgendwie durch die flashy Präsentation durchgegangen, aber weit war es nie ein richtig echtes Spiel. Das Problem hatte ich damals schon. Wir earned the Skateboard! Cool, und wir werden nur geiler bei den Nerds. Vielleicht wird es auch noch geil, vielleicht ist es einfach alles das große Tutorial bisher und es wird noch interessant, das kann nicht sein. Yay! Kommst du vielleicht besser und schneller an den Leuten vorbei, ohne dass sie dir auf die Fresse hauen und vorbeilaufen. Ja. Deswegen haben die alle ein Skateboard. Aus Angst vor Olli. Brutalen Schlägen. That bitch. Warum haben die da jetzt nicht einfach so eine Tony Hawk-Steuerung übernommen? Ja, die Steuerung ist richtig schlecht. Das sieht man schon. Und der Bitch ist nicht mehr available. Vielleicht zu spät. Ja. Ich muss schlafen hier schon wieder. Aber jetzt verstehe ich die Steuerung und darf nicht nach vorne drücken. Darf nur denken. Und man darf nicht die Treppen hochfahren. Das war der Hässe, oder? Schlafenszeit. Ja. Es gibt so, oh Mann, die sind immer hinter mir her, aber ich vermöge auch mit jeder. Was ist denn das hier eigentlich? Ist das Zapfenstreich? Will you ever fill my locker with water balloons? Please not do it again, Algeron. Achso, das ist einfach. Ich spreche jetzt einfach ein bisschen häufiger als normal. So, dass nicht mehr passiert. Auch ein bisschen häufiger als gar nicht. Das ist eigentlich das Beste daran. Sollen wir mal umziehen eigentlich? Ja, kannst mal gucken. Boah, ich mach sowas eigentlich mit den Spielen, ne? Hätte ich mir einen Kopf haben. Soll ich das Cappy benutzen? Ja, ist ein bisschen cool. Finde ich cool. Masse-Shirt. Das ist gar nicht so. Das kam ich aus der Bio-Class. Das ist gar nicht so doof. Das ist rosa. Jawoll! Und Brown Jacket. Nee, schon unterhin. Skull Jammy Shirt. Aber muss ich nicht. Ich glaube, ich muss die Bullworth West tragen, wenn ich zum Unterricht gehe? Willst du das gerade sagen? Ja.
Und da musst du auch Jeans tragen. Jungle Bottoms. Das sieht jetzt langsam aus, als würde er in GTA mitspielen. Ich möchte gerne die Casual Jeans tragen. Socks. Das sieht aus wie Kevin Federline. Wer ist das noch? Der Ex-Mann von Britney Spears. Ach guck mal, ich kann komplette Outfits auch wechseln. Oh nein, ist das kaputt. Shit. Hast du ganz kurz darüber nachgedacht, gar keine Hose anzuziehen? Nee. Sofort ausgeschlossen, diese Möglichkeiten? Warum? Das ist so Door to custom outfit. So sah Marlon früher aus. So? So? Ja. Wie Kevin Federline. Sag nochmal, wer ist Kevin Federline? Der Ex-Mann von Britney Spears. Genau. Die haben ein Kind zusammen bekommen, oder? Der ehemalige Tänzer, die haben ein Kind zusammen bekommen. K-Fed. Nur eins? Eins, von dem ich weiß. Jetzt sind wir richtig gut drauf hier. Bad Bitch. Jetzt sind wir richtig gut drauf wegen der Kleidung? Ja. Und Mann, er verfolgt mich durch die Tür. Ist nicht über Resident Evil. Warum wird hier irgendwie ein... Dresscode. Violation. Wearing a screen from the rule. Defects and force. Okay, warum hat man denn so viele Möglichkeiten, sich umzuziehen? Wahrscheinlich, weil man später häufiger mal auch außerhalb der Schule unterwegs ist, ne? Weiß ich nicht, glaubst du das? Hast du die Karte? Da steht nur die Schule. Nein. Klar, das ist alles Schule. Meinst du nicht? Nein, es gibt auch eine Stadt hier im Spiel. Achso, ist das nicht einfach eine sehr große Schule? Huch, ich bin bei den Frauen. Trespassing. Ja, du sollst ja auch that bitch starten. Das ist die Schule. Achso, ich dachte, alles ist die Schule. Nee, du wärst so ein Comicladen, die Town Hall, Junkyard, BMX Park, Retirement Home. Ein Asylum. Unfortunately for you, my pig ugly friend, that is exactly what I can do. In fact, I can do anything I like in this place. Anything at all. Ciao, Spotty. Give it back. Muss man noch fragen, was du willst? Bisher noch nicht. I see you undressing me with your eyes, sicko. You wish. Please, will you help me? Do I have to? Yes, it's vital. She's stolen my lab notes. Without them, I'm gonna fail chemistry and I'll never get into med school. Now I won't find the cure for cancer. Basically, the future of the whole world rests on those notes. What's in it for me? Well, if you get them back, I'll kiss you. Oh, that's okay. Oh, okay, but if you don't, I'll tell the whole school you're some kind of sad sicko who spies on girls getting changed in their dorm. Relax. One set of lab notes coming up. In dieser Welt kann sich auch wirklich niemand um seine Probleme selber kümmern, ne? Nö. Ist auch so ein wiederkehrendes Element von all diesen Spielen. Man der Einzige ist, der alles tun kann. Das ist eigentlich... In allen Spielen so, oder? Nee. Nee? In moderneren Spielen manchmal. Stimmt, bei Heavy Rain ist es zum Beispiel nicht so. Wieso gehst du so oft in dieses Menü? Weil ich immer auf den falschen Knopf drücke. Ist das von der Steuerung her blöd? So das wie Skyward Sword? Was? Das ganze Spiel? Ja. Nee, ist nicht so. Nee, Skyward Sword geht ja auch, aber. Aber nicht gut. Muss ich da rein in das Gebäude? Ich habe dieselbe Information wie du. Kannst du auch auf die Karte gucken? Ja, aber das weiß ich. Man sieht doch nämlich genau, wo das X ist. Ich frage, ist das hinter dem Schulgebäude? Ich würde sagen, es ist dahinter, weil bisher immer bei Türen, also wenn man rein muss, war das bei der Tür. Du hast recht. Wenn du mich nicht hättest, dann was wäre dann? Ja. Okay, gutes Gespräch schon wieder. Wieso magst du heute eigentlich so ungern reden? Ich rede super gerne. Aber heute merkt weil man das. Weil du dich weigerst, dieses Spiel zu spielen. Ich spiele es ja nicht. Gut, dass wir uns einig sind. Das ist super mit dem Skateboard. Das Skateboard ist wichtiger als Deutschland. Aber mit dem Rasen kann man nicht so gut fahren. Die Treppen hoch, bop, 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 au.
Das hast du vorhin schon versucht. Ja, aber da dachte ich, das wäre mir so runter und runter. Pop, pop, pop. Ja, das ist doch halt, das ist doch wie in echt. Das ist runter auch leichter als hoch. Das ist so ein Cheerleader oder was? Ach ja, hat man ja schon gesehen. Die hat eine Uniform an. Ja, und natürlich ist es ein Cheerleader. Natürlich. Break into Mandy's Locker. Wieso ist denn ihr? Du musst hoch, mein Freund. Hoch. Nee, runter, runter. Bist du das Zeichen auch in der Fall? Ich habe nur überhaupt so ein Symbol gesehen und da habe ich dann gedacht, das heißt. Oh, you're all bad. Ist das ein Ziel, die alle zu finden? Ja, nee. Oh, das ist eine Authority. Ich weiß nicht, ob die dich erwischen darf dabei. Darfst du nicht. Dann geh da weg, geh da weg. Kannst du da weggehen? Kannst du damit aufhören? Ah, da ist er. Nein! Was soll das? Mann! Ihr falschen Knopf gedrückt. Kannst du nicht wieder anfangen? War das aus Versehen? Ja. Ich wollte ihn anvisieren, um ihn noch mehr zu verprügeln. Müssen wir Chemistry 2 machen. Aber Chemistry 1 haben wir schon, oder was? Weiß ich nicht. Offenbar. Und wieso darfst also du darfst nicht auf dem Schulgelände rumlaufen ohne deine Schuluniform, aber in den Unterricht wirst du nur gelassen? Ja. Er hat ja schon angefangen. Get too creative now and for God's sake, don't eat anything. Haben wir schon gemacht, sowas mal. Jetzt sehe ich das auch mal. Das ist ein völlig belangloses Spiel. Aber die Musik ist ganz cool. Die Musik ist ein ganzes Spiel super. Die simuliert sehr viel Aufregung. Ja. Das können wir ja nicht falsch machen. Vielleicht, dass du zu langsam bist. Oder dass du zu schnell schüttest, wenn du was einschütten musst. Das Ding. Crowning Touch. Vielleicht muss man das später machen, ohne dass man die Hinweise bekommt und sich das merken. Wenn wir das im nächsten Januar spielen. Guck mal, das haben wir tatsächlich schon mal gemacht. Das haben wir auch gespeichert. Okay. Aber warum war das denn in den Stats nicht angezeigt? Das ist alles sehr komisch. Sting. Ladies and gentlemen, Jimmy Hopkins. Zu wem hat er das gesagt? Einfach so zum leeren Flur? Das ist eigenartig. Eigenartiges Verhalten. Hier kann ich einen Aaron sagen, soll ich das tun? Parage Cloth war da gerade als Auswahl. Was heißt Parage? Purchase meine ich. Spenden? Kaufen. Kaufen? Purchase? Ja, Purchase. Purchase ist doch... Erwerben. Spenden. Erwerben. Was heißt Spenden? Donate. Donate, ja, stimmt. Also purchase this thing heißt kauf das Teil. Ja. Warum ist das so schwer auszusprechen? Purchase. Purchase. Purchase? Purchase clothes. Ich soll drei Lockers picken. Das ist der Aaron. Geht jetzt der Stern dafür oder? Das wird nicht funktionieren, wenn da jemand ist, den gerade ins Gesicht geschlagen. Jetzt kommt da die Authority! Was passiert mit dir, wenn gerade kein Unterricht ist und du gebastet wirst? Dann willkommen zum Head of Everything. So ein Headmaster, glaube ich. Ach, ich weiß nicht, soll ich jetzt diese Locks picken oder soll ich jetzt that Bitch machen oder soll ich mich umziehen? Also ich würde sagen, mach mal die Bitch. Dann geht's ein bisschen voran, Lockpicken. Kannst du jetzt einfach damit aufhören? Irgendwie nicht, keine Ahnung. Doch wahrscheinlich, wenn ich die... Das andere auch. Oh.
Ich glaube, das sind auf jeden Fall so die Bilder, die man am häufigsten bisher in unserem Bully-Projekt gesehen hat. Ich will irgendwelche Leute verdrischt. Ich fange damit meistens nicht an. Was ich sehr gut fände, wäre, wenn wir jetzt rausfinden würden, dass die Leute nur deswegen dir gegenüber die ganze Zeit derart aggressiv sind, weil du in den ersten Spielstunden einfach wirklich immer angefangen hast. Wir machen noch ein Video von Bully und danach machen wir ein anderes Spiel. Okay.